Und deshalb ist es so, wie gesagt, eine Landesstelle, die kann nicht sagen, wir finden das toll, dass Menschen Suchtmittel konsumieren, aber eine Landesstelle kann schon sagen und muss auch sagen in einer solchen Situation, dass der Staat regulieren muss. Er darf nicht einfach weggucken angesichts der Situation. Und da, dann wird ein Schuh draus, sich dem Thema Cannabis in einer angemessenen und vernünftigen Form zu nähern, zu entwickeln. Ja, also die Prohibition ist in Ihren Augen gescheitert. Die Prohibition ist definitiv gescheitert, ja. Also Nein, also dass die Strafverfolgung nicht funktioniert, das wissen wir. Und wenn man sich mal vergegenwärtigt, in Hamburg werden ca. 30 Millionen Euro für Strafverfolgung von Suchterkrankten ausgegeben und davon entfällt allein die Hälfte, nämlich 15 Millionen Euro nur für Cannabiskonsumenten. Das bedeutet, jeder erfasste Cannabiskonsument kostet den Hamburger Steuerzahler über 3.000 Euro im Jahr. Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Freundinnen und Freunde. Herzlich willkommen wieder hier zu einem neuen Video. Heute mal nicht von mir zu Hause, sondern wo bin ich hier eigentlich? Du bist in der Hamburgischen Landesstelle für Suchtfragen. Oh, also eine Regierungsorganisation, die sich einsetzt, das Thema Sucht zu beleuchten und sich damit professionell auseinanderzusetzen. Und wer bist du? Mein Name ist Cornelia Kost, ich bin Psychologin und bin stellvertretende Vorsitzende der Hamburgischen Landesstelle für Suchtfragen. Also vom Fach, du hast dich mit dem Thema also auch auf professioneller Ebene auseinandergesetzt wohl. Darf ich fragen, hast du eine private Praxis oder warst du in einen Klinikalltag eingebunden? Nein, ich bin seit über 25 Jahren Psychologin in der Hamburger Oh. Suchtkrankenhilfe und als solche dort auch praktisch tätig. Ja, also du siehst sozusagen die Brände, also wenn jemand die Sucht entartet, also ein Suchtmittel entartet, siehst du das, was dann dabei herauskommt. Und das ist ja ein Thema, was in der Gesellschaft sehr hart di diskutiert wird. Und ihr habt jetzt ein Papier rausgebracht zur Regulierung. Also ihr setzt euch für die Regulierung von Cannabis ein. Und das ist natürlich jetzt die Frage, wenn man jetzt die Frau Mortler hört, die sagte zum Beispiel, dass sie keinen Polizisten, auch keinen Fachmann kennt, der sagt, dass wir entkriminalisieren sollen. Kannst du ja sicherlich mal deine Erfahrung da freitun. Also gibt es Polizisten, die sich für die Legalisierung aussetzen, die sagen, wir müssen was verändern? Naja, also wenn man sich die Zahlen ansieht, für Hamburg ist die Sache relativ schlecht. Wir haben eine große Gruppe von Menschen, nämlich 131.000 bis 170.000 Hamburgerinnen und Hamburger, die im letzten Jahr wenigstens einmal Cannabis konsumiert haben. Und dann haben wir eine relativ große Gruppe von regelmäßigen Konsumenten, die liegt so bei roundabout 28.000 Menschen in Hamburg, von denen wir sagen würden, das ist vielleicht auch schon nicht mehr so ganz gesundheitlich förderlicher Konsum. So, und die Polizei selber, die schafft es gerade mal 5.000 Cannabis-User jedes Jahr in Hamburg davon in irgendeiner Form in polizeiliche Maßnahmen zu bringen. Das heißt, wir haben hier ein krasses Missverhältnis zwischen den Usern auf der einen Seite und dem, was mit polizeilichen Maßnahmen erreicht werden kann. Und niemand in der Hamburger Polizei kann ernsthaft behaupten oder behauptet das auch ernsthaft, dass man mit polizeilichen Maßnahmen das Prohibitionsgebot, dass man das durchsetzen könnte. Das heißt, wir haben eigentlich keine Option. Also, wenn man sich überlegt, 5.000 im Vergleich zu den Konsumentenzahlen, also es ist keine wirklich strafbare Maßnahme, die auch durchzieht, also mit dem man was bewegen kann. Die Leute konsumieren trotzdem weiter. Jetzt haben wir ja gerade hier, habe ich hier mal mitgebracht, das Cannabis aus der Apotheke. Jetzt haben wir die medizinische Freigabe bekommen. Und das Betäubungsmittel soll ja vor schädlichen Substanzen schützen. Das ist ja die Uraufgabe des Betäubungsmittelgesetzes. Denkst du, das Ziel ist verfehlt worden, dass man Na, das so regelt? erstmal ist es so, eine Landesstelle ist jetzt nicht für die Legalisierung. Na? Ja. Wir finden es auch völlig legitim, dass ein Staat sagt, bestimmte Drogen sind freigegeben und bestimmte Drogen sind nicht freigegeben. Nur der Staat muss sich natürlich auch daran messen, an dem, was er selber sagt. Und wir haben hier eine Situation, und das ist der Grund, warum wir dieses Papier geschrieben haben, wo wir im Prinzip eine faktische Freigabe haben. Na, also wo faktisch keinerlei Kontrolle mehr stattfindet. Es findet kein Jugendschutz mehr statt. Es findet keine Kontrolle der Substanzen statt. Das heißt, wir sind weit davon entfernt, dass bei dieser riesengroßen Gruppe von Menschen, die es betrifft, in irgendeiner Form der Staat Einfluss auf den Substanzgebrauch nimmt oder auch nur den Anspruch haben kann, das zu versuchen. Und deshalb ist es so, wenn der Staat es nicht verhindern kann, was er selber sich vorgenommen hat, dann muss er anfangen, es zu regulieren.
Und deshalb ist es so, wie gesagt, eine Landesstelle, die kann nicht sagen, wir finden das toll, dass Menschen Suchtmittel konsumieren, aber eine Landesstelle kann schon sagen und muss auch sagen in einer solchen Situation, dass der Staat regulieren muss. Er darf nicht einfach weggucken angesichts der Situation. Und dann wird ein Schuh draus, sich dem Thema Cannabis in einer angemessenen und vernünftigen Form zu nähern. Ja, das ist eben die Gründe, die man eben auch ganz oft hört. Die Regulierung schafft einen Jugendschutz. Wenn man sich ganz klar anguckt, es gibt psychische Probleme, man kann psychische Probleme von Cannabis bekommen. Es kann auch körperlich abhängig machen, leichte Abhängigkeit ist vorhanden. Aber die Frage ist, wollen wir den Schwarzmarkt in Dealerhände legen, die das dann strecken mit Streckmitteln? Gibt es da auch von euch Erfahrung, dass das Problem eher die Streckmittel sind, die dann beigemischt werden zu dem Cannabis? Ja, also man kann da ganz grundsätzlich sagen, es ist so, dass hier eine große Gruppe, wir haben, es ist so, dass jeder vierte Jugendliche in Hamburg in seinem Leben Cannabis konsumiert, dass die Gruppe der jugendlichen Cannabiskonsumenten liegt deutlich über 10%, im Moment bei 13% in Hamburg. Und das ist eine große Gruppe von jungen Menschen, die wir in so einem kriminellen Milieu aufwachsen lassen, die das für völlig selbstverständlich halten, dass sie ihre Drogen bei Kriminellen kaufen. Und ob man da annehmen kann, dass das nachher Menschen werden, die das Fahren von Tempo 30 in Tempo 30-Zonen für richtig halten oder das Zahlen von Steuergeldern oder überhaupt sich an staatliche Regeln zu halten, das ist eine interessante Fragestellung. Also welches Verhältnis schaffen wir für eine große Gruppe von jungen Menschen zum Rechtsstaat, wenn man sie in einem solchen Milieu aufwachsen lässt? Und das ist eigentlich ein unerträglicher Zustand, der dringend beendet werden muss. Das sind große Worte. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist die Forderung an der Politik? Wie sollte diese Umsetzung in euren Augen am besten stattfinden? Ja, die Umsetzung muss erstmal dahin gehen, dass man aufhört, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, das Problem gibt es nicht, mit dem Verbot ist alles erledigt. Damit können wir unsere Hände in Unschuld waschen und das war's dann. Das heißt, man muss sich in irgendeiner Form mit der Thematik auseinandersetzen und Wenn in wir jetzt zum Beispiel mal beleuchten, irgendeiner Form. ja, wenn wir jetzt zum Beispiel mal kurz reingehakt, beleuchten die Strafverfolgung von Konsumenten. Ist die der richtige Weg in euren Augen? Nein, also dass die Strafverfolgung nicht funktioniert, das wissen wir. Und wenn man sich mal vergegenwärtigt, in Hamburg werden ca. 30 Millionen Euro für Strafverfolgung von Suchterkrankten ausgegeben und davon entfällt allein die Hälfte, nämlich 15 Millionen Euro nur für Cannabiskonsumenten. Das bedeutet, jeder erfasste Cannabiskonsument kostet den Hamburger Steuerzahler über 3.000 Euro im Jahr. Dann muss man sagen, mit Strafverfolgung ist das nicht zu regulieren. Sie 3.000 Euro pro Hamburger Bürger für die Nicht Suchtverfolgung. pro Hamburger Bürger, sondern pro erwischten Ach, pro Cannabiskonsumenten. Erwischen, das Also ist noch die. schlimmer. Ich dachte schon, aber 3.000 Euro ist trotzdem ein Haufen Geld dafür, dass wir Konsumenten jagen. Wie viel wird im Vergleich bei der Suchthilfe eingesetzt? Ja, wir haben für die Suchthilfe wird 18 Millionen Euro eingesetzt und wir haben im Bereich der polizeilichen Arbeit, wie gesagt, 32 Millionen Euro für denselben Zweck. Wenn wir die in der Suchthilfe oder in der Prävention Ist es für einsetzen euch würden. hilfreich, die Strafverfolgung, oder hindert sie euch eher bei eurer Arbeit? Also die Strafverfolgung ist ein kompliziertes Thema. Es ist letztendlich nicht unser, es ist nicht unser Thema. Das Ja. ist eine. Schreckt sie ab, die Leute Drogen zu nehmen? Nee, also Menschen nehmen nicht wegen Strafverfolgung oder wegen Nichtstrafverfolgung Drogen, sondern Drogensucht hat immer was mit einem sogenannten Entstehungshintergrund zu tun. Und der Entstehungshintergrund, der ist in der Regel, sind schwere Beeinträchtigungen in den Dimensionen, also in der Regel schwere Gewalterfahrungen, psychische Gewalterfahrungen, körperliche Gewalterfahrungen und sexuelle Gewalterfahrungen. Also kann man sagen, dass die Strafverfolgung da genau eher kontraindiziert ist, wenn Nee, man das Leute kann. dann noch unter Druck setzt mit der Strafe, denn es gibt ja durch die Strafe sozialen Abstieg, MPU, Führerscheinverlust, das sind ja Risiken, die auftreten, wenn man als Konsument erwischt wird, egal ob man 4 Tage, 5 Tage nachhaltig gefahren ist, es ist ja immer noch ein Restwert im Blut vorhanden und wenn man dann jemanden, der dann vielleicht auch eine Suchterkrankung hat und sagt, du, ich habe Probleme, der dann noch strafrechtlich verfolgt wird. In meinen Augen ist es nicht förderlich, jemanden dann noch unter Strafe zu setzen und ihn auch damit unter Druck zu setzen, wenn er sich ja Hilfe suchen will. Also das Thema Strafverfolgung ist unglaublich komplex. Das Ja. Thema Prohibition ist unglaublich Ja. komplex. Da spielt ja nicht nur die Situation der Konsumenten eine Rolle, sondern da spielt ja auch die Situation der drogenproduzierenden Staaten Ja. eine große Rolle. Und wenn man sich ansieht, dass gerade in drogenproduzierenden Staaten die demokratischen Systeme da in einer außerordentlich prekären Situation sind, die Menschen durch die Drogenkriminalität gerade in diesen Staaten in einer außerordentlich
auch nicht prekären Situationen sind, dann ist die Antwort, die wir als westliche Gemeinschaften darauf haben, sicherlich völlig unzureichend und ungenügend. Und da sind wir unbedingt aufgerufen, nochmal neu drüber nachzudenken, wie wir mit diesem Drogenproblem umgehen. Und das, da muss man immer den Blick auch weltweit haben. Prävention statt Strafverfolgung ist ja ein Ansatz einer bekannten Organisation, die sich für die Legalisierung von Cannabis einsetzt. Könntet ihr das auch unterstützen? Naja, also wir haben das am Rauchen gesehen. Wir haben gerade unter Jugendlichen große Effekte gehabt, wenn wir eine klare Haltung zum Rauchen haben, einnehmen in dieser Gesellschaft. Also wir konnten das Rauchen unattraktiver machen. Rauchen deutlich weniger Menschen, aber da ist eben auch der Punkt, dass wir regulieren. Und das Problem ist, dass wir beim Cannabis überhaupt gar nicht regulieren und dass es ein völliger Wildwuchs ist. Und wir müssen überhaupt erstmal ins Regulieren kommen. Und wenn wir Mittel zum Regulieren haben, dann können wir weiter darüber nachdenken. Was wäre ein Mittel in euren Augen zum Regulieren? Wie würdet ihr Cannabis abgeben? Was wäre ein wünschenswertes Modell? Ja, es ist so, man muss sich immer darüber im Klaren sein, wenn man mit einem Suchtmittel umgibt, dass es da Menschen gibt, die möglicherweise damit Geld verdienen wollen und die ein Interesse daran haben. Wir sehen das am Tabak oder man sieht es am Glücksspiel oder man sieht es auch am Alkohol. Dass wenn wir den Markt dort freigeben, dass man dann Gruppen hat, die Geschäfte damit machen wollen. Und deshalb ist es so, wenn man in so ein Thema in Deutschland einsteigen will, dann geht es nur mit einem streng regulierten, staatlich regulierten Markt, der vor allen Dingen, das ist auch ein kompliziertes juristisches Problem, der vor allen Dingen, wo der Staat auch nochmal wieder Einfluss drauf nehmen kann, ob er die richtigen Mittel gewählt hat oder nicht. Das heißt, wir brauchen staatliche Abgabestellen, die ganz klar den Jugendschutz einhalten. Wir brauchen lizenzierte Verkaufsstellen. Das kann also so ein holländisches Modell sehen wir da nicht. Das lässt sich auch aus unserer Sicht in Deutschland nicht realisieren. Wir brauchen entsprechend qualifizierte Verkäufer und wir brauchen eine enge Verzahnung mit der Suchtkrankenhilfe, sodass man da in der Lage ist, wenn es zu problematischem Konsum kommt, dann auch gleichzeitig möglichst schnell Hilfestellung zu leisten. Das heißt, es ist sicherlich kein einfaches Thema. Es ist vielleicht auch nicht morgen zu lösen, aber es ist in jedem Fall so, dass der Staat nicht drum herum kommt, sich über die Regulierung Gedanken zu machen und dafür Modelle zu entwickeln. Also die Prohibition ist in Ihren Augen gescheitert? Die Prohibition ist definitiv gescheitert, ja. Also, liebe Freunde, das Positionspapier hier von der Geschäftsstelle stelle ich euch unter dem Video zur Verfügung. Ich danke dir fürs Interview. Hast du noch was Wichtiges, was du loswerden möchtest, wo du sagen würdest, das ist nochmal wichtig an die Politik? Ja, jetzt also, gerade in den Sondierungsgesprächen. Ja, würdest du jetzt zur CDU sagen, wenn du jetzt einer der Person gegenüberstehen würdest und deine Meinung fragen? Ja, immer die eigenen Argumente ernst nehmen. Also wenn man Menschen schützen will, und wenn man Recht und Gesetz durchsetzen will, dann muss man sich auch daran messen lassen. Und dann sind 131.000 oder 170.000 Konsumenten in unserer Stadt sind einfach überhaupt kein Argument zu sagen, dann gucken wir da nicht hin und es ist eigentlich alles in Ordnung. Es ist nichts in Ordnung. Und wir müssen uns endlich dieses Themas annehmen. Gut, vielen Dank fürs Interview und bis zum nächsten Video. Ciao.